Ja, sehr gut. Hallo, Jumar. Du, grüß dich. Grüß dich, Svenny. Und sonst so beruflich. Oh, herrlich. Ja, schön. Alter, da. Ja. Guck mal hier, das ist mein neuer Handwagen. Alter, Deutsche Gestinkt, Jumar. Oder? Einwandfrei. Ja, wirklich. Also. Der hat nur 1 Euro gekostet. Was? 1 Euro? Und der ist noch drin. Also quasi so eine Art rückwirkende Kaution, oder was? Alter. Da scheint ein Angebot zu sein, da stehen etliche noch. Ja. Ne, wirklich, also gefällt mir ausgezeichnet. Ich sehe voll verzinkte Karosse, ja, ja. Ey, nimm die Fettpfoten da weg, oh, Alter, ja, Mann. Allrad? Ja, ja, ja. Oh, die fahren alle in eine andere Richtung, kannst du voll vergessen. Ja, 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 ja. Und gefüllt mit dem Potpourri der guten Laune. Tja, Junge, Junge, was hast du denn alles Schickes mitgebracht? Alles, was man braucht, ja. Da ist Nordhausen. Ach, da, jetzt sehe ich's. Ja. Alter, nur keine Sachen, was ist das hier? Das ist mein neuer Integralhelm. Ja, ehrlich, ja, so zum Koffenerie. Aha. Falls man Motorrad fahren und Imkern gleichzeitig will. Ach so, ja, ja. Ist ja perfekt. Fährst du mal einen Bienenstock oder ja, was? Ja. Aha, ja, ja, freilich. Ja, wegen den ganz großen Bienen, das könnte ich mir schon denken. Und was ist das hier? Ach, das noch drinnen vom Nachbarn von der Darmspiegelung. Das ist. Ach so, okay. Das ist erstmal. Freilich. Alter, was ist denn das hier? Das ist Türschlossenteiser. Alter, 6 Liter hochwertigster Türschlossenteiser. Ja, das haben heutzutage die ganzen Extremsportler alle dabei. Aha. Wie heißt der hier, der Messner, der immer hochklettert, der Fatzke? Ja. Da kam immer an hier Mount Everest. Aha. Basiscamp. Ja. Unter hier Dolomiten-Almhütte. Ja. Und jedes Mal Schloss eingefroren. Okay. Dann stand noch mal da mit dem Reiseföhn. Ja. Und dann ist der Schluss aus. Und seitdem hat er es immer gebraucht. Dann bin ich ja beruhigt, Alter. Ja, lieber ein Liter mehr. Ja, freilich, klar. Oh, was ist das hier? Alter, eine 3 Terabyte Festplatte. Ja, freilich, Junge. Das haben die heute alle, was die kann, weiß ich nicht. Ach so, okay. Und was ist das da? Bist du da nicht ein bisschen so alt davor? Och Mensch, höre nicht auf den bösen Onkel. Das ist Steve. Wer? Steve. Steve? Ja, wird auch mit F geschrieben, ja. Alles klar mit dir, Svenny? Ja, das hat er gerne hier. Ja. Mensch, Kille, denkst du mit bescheuert oder was? Das ist doch alles nur Tarnung. Was? Das ist in Wirklichkeit das Eislämmer Überlebenspaket. Okay. Ja. Ja. Alter. Das ist sowas wie der Mansfelder Sanikasten, weißt du? Ja. Warum hat er immer so dicke Beine? Ja, nee. Der Arme. Ja, ich dachte, bist du da durchgeknallt. Junge. Aber Svenny, warum versteckst du das da drinnen? Die haben geschrieben vom BND für Superheldenprogramm, wir dürfen keinen Verwandten, kein Nikotin und kein Alkohol mitbringen. Ja. Und du Jackenfutter hast die ganze Kiste an, Junge. Svenny, Mann, das ist Sterni, Junge. Das ist doch kein Alkohol. Oh, lecker, Mann, ja. Das, ja, klar, das ist quasi so eine Art isotonischer Brandbekämpfer, weißt du? Ja, das sind alle lebenswichtigen Sachen drin, mein Freund. Vitamine, Spurenelemente, Eisen, Wasser, Kohlensäure und Kreide. Ja. Kreide? Ja, die haben da Schultafelkreide reingemacht. Kannst du glauben? Echt? Ja, da kannst du wunderbar einen Ultraschallbereich rülpsen, mein Freund, Junge. Aha. Da fallen überall die Fliegen tot von der Wand. Aha. Das ist was Genaues, Junge, nicht so Rotz. Was du da drin hast. Was? Da sieht man doch ganz genau, dass du noch nie in Einsatz warst. Gilly, hör auf, Alter! Was? Wo warst du in Einsatz? Hä? Wann war ich denn? Kommst du jetzt wieder mit in Kosovo? Was? Du warst mit 37 das erste Mal in Aschersleben. Oh, Alter! Ja. Mann! Einsatz, ja. Das habe ich dir im Vertrauen erzählt, Junge. Ja, vertraulicher Einsatz. Ja. Ich
Getränke vertragen. Ja, ja, komm lieber her, das ist ein bisschen was Langes fürs Leben. Jawohl, mein Korporal. Ja, mach dich nicht lustig. Bisschen. Ja, ja. Höre zu, ja. Höre zu. Folgende Elementarkomponenten gehören im Ernstfall zur mitteldeutschen Erstausrüstung. Höre zu. Eine Kiste Sterni. Ja. Eine Rolle gelbe Säcke. Ja. Bulle Bauschaum. Alles klar. Verkehrskegel. Kann man wunderbar als Trichter benutzen. Ja. Eine Abschleppseile, falls es ja nicht mehr geht. Wie? Ja. Eine Rolle Silberpapier. Wegen der FDP. Ja. Und mein Freund, das Allerwichtigste, ein richtig schöner Subwoofer. Das kann ich, oder? Alter, das ist mein alter Subwoofer, den suche ich seit 3 Jahren. Was? Hast du den geklaut oder was? Dein Subwoofer. Das ist mein Subwoofer. Na? Den hab ich zur Jugendweihe gekriegt. Was? Du hast überhaupt keine Jugendweihe gehabt? Ja, aber sowas Ähnliches. Was? Man kann sowas auch alleine feiern, das ist egal. Ja, ja. Das ist mein Subwoofer. Da ist doch mein Fissabdruck. Wie? Das ist mein Fissabdruck hier, weil der Nachbar gesagt hat, der wäre aus Schokolade. Kramschokolade oder was? Ah, ne, fein, Junge. Svenny, das ist mein Subwoofer. Guck mal hier drunter. Was steht denn auf dem Schild? Der Subwoofer ist Gilly seiner. Alles klar. Gut, wenn es auf dem Schild steht, aber ich hätte schwören können, dass das meiner ist. Ja, ja, das ist mein Subwoofer. Das kannst du glauben. Damit habe ich früher... Was ist denn jetzt Phase? Super, halt. Alter, sieht los. Geil. Endlich im Metallskelett. Jo. Zieht sich ein bisschen, ne? Ja. Subjekt 1 und 2, willkommen im Superheldenprogramm. Hallo, danke. Hallo. Bitte treten Sie zur Dekontaminierung in den Photonenreiniger. Gut. Was soll man machen? Wahrscheinlich das blinke Ding hier. Ja, meine, oder was? Oho. Alter Junge, Photon-Junge. Photonreiniger, für sowas haben Sie ja, Geld. Ja. Alter, was machst denn du? Ich putze mich. Wie, du putzt dich? Das ist doch Photonreiniger, vielleicht hebt mal alles ab. Oh, Alter. Subjekt 1, bitte stehen Sie still. Junge! Die Reinigung wird auf subatomarer Ebene vollzogen. Eine manuelle Oberflächenbearbeitung ist nicht notwendig. Entschuldigen Sie bitte, junge Frau. Junge, mit dir blamiert man sich überall, Mann. Letzte Woche sind wir auf der Uso-Messe rausgeflogen, weil er Läuse hatte. Ja. Das braucht ihr doch nicht. Subjekt 1, nennen Sie Ihren Namen. Svenny. Nennen Sie Geburtsdatum und Geburtsort. Ich wiederhole. Geburtsdatum und Geburtsort. Sie können noch dreimal fragen, davon wird's nicht besser. Ich war doch damals in der Babyklappe, wissen Sie? Antwort unverständlich. Bitte wiederholen Sie Ihre Aussage. Svenny war in Babyklappe. Babyklappe? Ja, Babyklappe. Ja, und den seine Mutter, die hat er da so komisch reingestoppt, da war da 2 Tage drinnen vergeiert. Ja, ja, und da hat auch nur überlebt, weil die in der Vögel gefüttert haben. Ja. Das habe ich dir vertrauen erzählt. Ja, ist doch gut, Junge. Bitte treten Sie hinter den Neuronenscanner. Das mit dem Vorräten. Piep! Oh. Jetzt kriege ich Weihnachten wieder nur Weißknöte geschenkt. Ja, schön, ja, danke. Komm, ist gut, Junge, hab dich nicht so. Und jetzt? Alter, geil. Das ist wie so ein großer Kopierer. Ja. Alter. Das ist, glaube ich, mein erster Check-up seit der Wende. Ja? Ja. Daten werden verarbeitet. Sehr gut. Beide Subjekte für metallische Skelettummantelung ungeeignet. Was? Knochenstruktur ist demineralisiert durch einseitige, tierische Hackfleischnahrung.
Leberwerte im kritischen Bereich. Subjekt 1. Ja. Verstärkter Haarwuchs messbar sowie Restalkohol. Frühstück. Subjekt 2. Fußfehlstellung an beiden Extremitäten. Was? Bei Subjekt 1 konnte keinerlei Gehirnaktivität festgestellt werden. Was? Bei Subjekt 2 liegt eine extreme Verkümmerung des neuronalen Wahrheitszentrums vor. Was? Daher neigt das Subjekt zu Falschaussagen und Fantastereien. Na, aufgrund dieser Analyse werden weitere Tests und Befragungen nur unter Aktivierung eines Lügendetektors fortgesetzt. Beginne Funktionstest. Lügendetektor Subjekt 1. Lügendetektor Subjekt 2. Funktionstest abgeschlossen. Subjekt 2. Ja? Warum ist laut Scan Ihrer Sprachkortex Ihr meistbenutzter Imperativ mache Eier? Was ist denn das für eine bescheuerte Frage? Also ich meine, wir essen Eier nun mal gerne, ja? Also, das ist nun mal die beste Grundlage für einen kleinen Umtrunk. Also, Eier, Käppelchen und gegrillte Antilope, genau. Ja, ja, ja. Und Semmelkrum. Wie Semmelkrum? Na, Semmelkrum, hast du doch gesagt letzte Woche. Oh, das bin ich, Semmelkrum, Junge, das habe ich dir nur erzählt, weil ich stand, was da war. Was, dann lässt du mich die ganzen 2 Kilo auffressen? Oh, Alter. Schönen Dank, Alter. Semmelkrum. Schönen Dank, ey, du bist der Kumpel. Ja, da kann man echt alles erzählen. Was, stimmt doch ja nicht. Na was? Du glaubst doch alles. Stimmt doch ja nicht. Du glaubst doch ja noch am Weihnachtsmann. Ich glaub doch nicht mehr Weihnachtsmann. Alter, ist das geil, Alter. Alter, das ist ja geil. Das, wenn ich so einen Lügendetektor, den machst du nicht vor. Das ist ja der Hammer, Junge, das Ding. Einwandfrei. Ist peinlich, aber ja, warte mal. Also, wenn man spinnt, hupt das. Nee, ja, freilich. Ich an steiler Stelle aber nicht so eine große Fresse, Junge. Wie, was meinst du jetzt? Du bist doch nur am Schwinden. Was? Gilly, wenn das Ding gerade an ist, ich habe mal eine ganz bescheidene Frage, das wollte ich immer schon mal wissen. Was? Stimmt das eigentlich wirklich, dass du auf unserem letzten Stadtfest ein Starcast Celine Dion nach der Show gefingert hast? Ich bin da rein im Backstage, ja, und habe da erzählt, ich wäre der örtliche Kulturattaché, ja. Und da hatte ich noch Pralinen und Schnaps dabei und dann ging es richtig zur Sache, Junge, ich hatte Hausschlachterwurst dabei, so war es gewesen, genau. Und da hat die, also die kam auf mich zu, ja, und da... Also ursprünglich, was die hat, warte mal, das war die. Mann, ich habe doch noch ja nicht gesagt! Also, ist, weil du nur schwindest, das habe ich ganz genau gewusst. Ich bin nämlich nicht so blöd, wie ich aussehe. Subjekt 1. Was qualifiziert Sie Ihrer Meinung nach besser für das Superheldenprogramm als Subjekt 2? Na, da bin ich gespannt. Ja, ich habe zumindest mal Führerschein. Mit Anhänger bis 7,5 Tonnen. Na prima, Junge. Und dafür kannst du nicht immer Fahrrad fahren. Ja, das stimmt. Na ja. Aber wir hatten im Kinderheim nur ein Fahrrad. Das hing an der Wand, das durften wir nicht benutzen. Das hat unsere Erzieherin gehört. Da ist ihr Mann drauf gestorben an der Ostfront. Aber dafür kann ich schwimmen. Ja. Schwimmen, Svenny. Das lerne ich schon irgendwann. Alter. Und, junge Frau, ich wusste es bis vor kurzem selber nicht, was mich besonders qualifiziert. Ich kann übelst gut mit Frauen. Na klar, na. Glaubst du, so Don Juan-mäßig. Mm-hmm. Kannst du glauben, Kili, ich habe stehen vor mir irgendwie andalusischer Zuchthengst. Na klar, na. Haha. Hä? Sag mal, Jonas, wenn ist dein Lügendetektor vielleicht kaputt, ha? Der funktioniert exquisimer. Na, wie geht denn das? Ich meine, du hast ihn doch noch nie irgendwo dran gehalten. Das stimmt, bis auf Stadtfest. Wie bis auf Stadtfest? Da waren wir doch zusammen.
Pass auf, kurz nachdem ich den Bullen verhaftet habe, bei dem Backstage-Bereich bei Celine, die jungen ja überall dein komisches, wie heißt das hier, afrotisiert, eine Mensch, spanische Fliege überall versprüht hast. Ja, ja, ja. Kurz nachdem die Bullen dich abgeführt haben, da hat das gewirkt, mein Freund. Was? Und da war ich zur falschen Zeit am richtigen Ort. Was? Die ganzen Tänzerinnen, die waren alle in Form. Was? Die habe ich alle maßen, alle 20. Und dann kam Celine, aber die hat mich nur benutzt. Ja, da war ich noch einmal so in Fahrt. Da habe ich der fetten Heidi vom Resterstand noch einen verbraten. Oh, Alter, ich dachte schon, Junge. Nee, da habe ich nicht einen verbraten, sondern zwei. Was? Ist aber ganz schön kleinlich, der Kollege, ja? Alter, was hast du gemacht? Du, Heidi. Also Sven, ich bin schwerstens enttäuscht von dir, das kannst du echt glauben, Junge. Weißt du, wenigstens die fette Heidi von Restverstand jetzt noch mal mir überlassen können, Mann. Die riecht doch immer so schön nach Braten, Fettjunge. Da hackst du raus bei mir. Kili, das tut mir leid, das ging auch ganz schnell. Mann! Oh, Alter, du bist... Junge, du bist eine gute... Datenanalyse abgeschlossen. Aha. Beide Subjekte sind für das Testprogramm absolut ungeeignet. Was? Wie, was soll denn das bedeuten? Wir sind ungeeignet. Sag mal, ist bei dir der Lüfter durchgebrannt oder was? Wir sind doch nicht ungeeignet, wir sind bestens geeignet. Das ist bestimmt deine Schuld, das ist wegen deiner Kronquanten, ey. Welche meine? Ja, was hat die gesagt vorhin? Fußfehlstellung an beiden Extremisten. Ach, jetzt bin ich's nur wieder, oder was, hä? Warum muss es denn immer ich sein, hä? Ne, gucke dich doch an, Junge. Herrlich. Na, einwandfrei. Junge, das siehst du schon auf einen Kilometer Entfernung, dass du einen Gendefekt hast. Ich habe doch keinen Gendefekt. Jedenfalls keinen großen. Mann! Ich hatte schon zu Komm, Feuer. Los, wir hauen ab hier. Los, in die Kneipe, wir besaufen uns, Alter. Nein, Kili, warte. Was? Ich habe gedacht, ich kriege Medaille gerettet. Ja und? Ich habe der kompletten Nachbarschaft Dresche angeboten. Alter, was hast du gemacht? Ich dachte, ich habe übelst putzen. Ey. Alter, hast du ich gehe ja nicht weg ohne Superkraft. Mach noch mal an, Jörg. Ey, du kannst doch nicht der ganzen Nachbarschaft Dresche anbieten. Die machen dich fertig, Junge. Mach noch mal an, junge Frau. Leider ist eine Rückkehr zum Alltagsleben aufgrund oder Kenntnis und Informationen dieser Einrichtung und die Möglichkeit eines Übergriffs feindlicher Geheimdienste zur Erlangung genau dieser Informationen nicht mehr möglich. Hast du den Anfang gemerkt? Nee. Daher werden die Subjekte 1 und 2 unverzüglich nach diesem Gespräch zur Entgiftung und Rehabilitation überstellt und anschließend ins Zeugenschutzprogramm eingegliedert. Oho. Sie erhalten eine neue Identität, neue Papiere und eine neue Arbeitsstelle. Was? Hat die Arbeit gesagt? Nicht gibt's, also. Das geht zu weit. Also, Ihre Tarnung sieht folgendermaßen aus. Ja. Sie sind Taylor und Klaus Lamour. Klaus Lamour. Wir sehen doch ja nicht aus wie Brüder. Nein. In Ihrer Tarnung sind Sie ein homosexuelles Ehepaar aus Oberfranken. Was? Ja. Was meinten die mit homosexuell? Na, homosexuell. Ich hab mal was im Fernsehen gesehen, da mit Homo sapiens, Faustgeil und Fell und so. Nein, homosexuell. Wisst nicht, was das bedeutet? Okay, in drei Sätzen. Pass auf, also, das ist, wenn zwei Männer sich so immer heimlich Süßigkeiten zustecken, weißt du? Ja. Und wenn es dunkel wird, ja, wenn es richtig dunkel wird, da kriegen die auf einmal Gefühle, Junge. Die kriegen Gefühle? Die kriegen Gefühle im Dunkeln. Und dann quasi von hinten, ja. Wie von hinten? Na, von hinten, Svenny. Wie von hinten? Junge, ins Mockerstübchen! Ja,
Meinst du schwul oder was? Ja, Alter! Ja. Mensch, dann sag das doch gleich. Ja, Mann. Die kriegen Zuckertüten und was weiß ich nicht noch alles. Ja, ja. Junge Frau, da fliegt unser Tarnung auf. Ja, das klappt nie, die sind doch immer so schick angezogen. Ja, ja. Und so gepflegt. Ich weiß ja nicht, wie Creme aufgeht. Mensch, Kiel, ich sag Oma, was, wir müssen eine komplette Ernährung umstellen. Wir haben im Leben noch nie Prosecco getrunken. Ja, ja, stimmt. Also, wir haben also noch kein Glas Prosecco, ja? Und Was ist denn jetzt los, Kili? Ey, seit wann säufst du Hartz-IV-Champagner? Mann, Svenny, das ist so. Das war damals, weißt du, als bei uns der Netto neu aufgemacht hat. Da habe ich zum allerersten Mal Jeanette gesehen und die wollte ich natürlich beeindrucken, weißt du. Mann, da habe ich mal ein Glas getrunken. Und ja, gut, also da habe ich drei Gläser getrunken, ja, und dann. Es war das ganze Tablett zufrieden. Ein ganzes Tablett Prosecco, Alter, du bist so eklig, ja, Alter. Ja, das musste weg, Junge. Hier, junge Frau, mit Arbeiten, das können Sie voll vergessen. Nee, also das können wir ja nicht. Haben wir ja nicht gelernt. Nee. Also, da kann man sich den ganzen Tag mit versauen. Ja, ja. Und ich gehe ja nicht in das komische Montageland darüber, da ist noch keiner ist uns zurückgekommen. Nee. Und das recht nicht hier als... Wie sagt man bei uns, als Labello, Monsieur. Ja, ja. Dafür bin ich 89 nicht auf die Straße gegangen. Nein. Ja, genau so. Immer schön in der Hand drauf halten, ja? Wegen der Fliegen, ja? Ist nicht wegen der Fliegen. Wie, nicht wegen der Fliegen? Ich habe beim Reinkommen ja vorne schon ein paar gesehen. Was? Die haben Süßigkeiten dabei, mein Freund. Ehrlich? Links gewinnen. Ja. Alter. Also Safety first. Ja, auf jeden Fall. Safety first, das ist okay, Abstand. Ja, was auch. Nimmer auf Nummer sicher. Ich weiß es. Vielleicht könnten wir die Alte ja davon überzeugen, dass wir quasi als Komiker-Duo untertauchen könnten, oder? Das sieht doch viel zu normal aus. Aber vielleicht als Gesangstuo, du hast so eine schöne Stimme. Ja, die ja. Goldgele aus dem Mansfelder Land, ja. Die Stimme mit ein. Ja, das könnte man machen. Und vielleicht machen wir ein Gesangsduo hier wie Monika Haufen und Klaus-Dieter Henke hier. Ja, genau. Oder hier, wie heißt der andere? Klaus und Lara, ja, genau. Ja. Oder, was hat die gesagt? Wir nennen uns die Lamour-Zwillinge. Die Lamour-Zwillinge? Nee, lieber nicht. Klingt zu schwul, ja? Ja. Könnten wir uns ja gleich die Rosettis nennen. Ja. Büro? Oh. Dein dutziges Büro. Ja, ich seh's. Dutziges Büro. Ja. Alter. Das ist ja weißes Mahagoni. Ich wollte es nicht sagen. Alter, das ist ja der Hammer. Ja, das ist eine Wucht. Das ist eine Wucht, ja. Einwandfrei. Das ist eine Wucht, ja. Ja, das ist wirklich schön. Ja. Und Sie haben quasi das Büro von Ihrem Großvater übernommen, oder? Gleich nach der Wende ist übernommen. Ja. Gleich nach der Wende ist übernommen, ja. Ja, das sagten Sie bereits schon, ja. Ja. Also gleich danach, ja? Ja. Ich hatte meinen großen Durchbruch. Ja. Kennen Sie Heidi Klum, das Topmodel? Naja, so. Die hat doch mal einen Neger gehabt. Ja. Den habe ich damals vermietet. Das hat die ja nicht mitgekriegt, die Dumme. Die ist doch farbenblind. Aber das gehört hier nicht her. Okay. Das gehört hier nicht her. So, Mann, Sie suchen eine Frau, ich kann liefern, wichtigste Frage. Wie soll es denn aussehen? Naja, Hochkant also, mit Streifen, wie Gemeise, wie ein Zebra. Mensch, äußern Sie sich doch mal. Was?
Naja, also, ich suche quasi eine Frau, wissen Sie, eine Partnerin wegen solchen Schutzprogramm, sonst müssen mein Kumpel nicht als homosexuelles Ehepaar so Oberfranken untertauchen und das wollen wir nicht, also. Solchen Schutzprogramm? Ja, ja, solchen Schutzprogramm. Ja, das ist ja spannend. Ja, ich hatte auch mal einen aus dem solchen Schutzprogramm, der Tschechin. Ja. Der hat damals die drei Nüsse von Aschenbrödel geklaut. Was? Schaffenskriminalität, die war drogenabhängig. Ja, ja, ja. Die hat nicht nur alles die Spritzen geschluckt, die hat zum Schluss noch die Spritzen geschluckt. Was? Das hört ja aber nicht her. Ja, ja, ja. Sie sind also homosexuell. Nein! Nein, ich suche eine Partnerin, eine Frau wegen solchen Schutzprogrammen. Mann! Sind wir bei Frage 1? Ja. Wie soll es denn aussehen? Ha? Naja, also. Ha? Ich habe alle Arten von Frauen. Große, kleine, dicke, dünne, welche mit viel, welche mit wenig Arbeitsspeicher. Ja, es sind alle Arten von Frauen. Aha. Ich hatte meine, die konnte fliegen. Was? Die ist gleich aus dem Küchenfenster raus. Aha. Da hat die mal schöne große Runden ums Haus gedreht. Ja, ja, ja. Und dann haben sie bei uns die neue Stromtrasse gebaut, hat es kurz gefunkt. Naja, Liebe kommt, Liebe geht, aber das gehört hier nicht her. Die sehe ich immer bei Frage 1. Ja, ja. Wie soll es denn aussehen? Ha? Naja, also wie soll ich es Ihnen erklären? Also, die sollte schon ein bisschen, also, naja, das ist schwer zu umschreiben. Sie wissen doch ungefähr, wie ihr 500-Liter-Boiler aussieht, ja? Ja, Moment. Ja, Moment. Mit oder ohne Ausdehnungsgefäß? Nein, am besten mit zwei Ausdehnungsgefäßen. Also mit? Ja, ja, mit. Ja, klar. Also eine Fetter. Was? Ich habe schöne Fetter. Das sagt man doch nicht, das droppen jetzt so. Man sagt doch nicht Fett. Also. Ja, was soll ich denn sonst sagen? Gewichtstsunami. Nee, also. So, junger Mann, beschreib's doch mal ein bisschen. Naja, die sollte. Naja, wie soll ich sagen? Also, die sollte so, dass man nicht drum rumfassen kann, ja? Also quasi nicht wegtragbar, ja? So richtig schöne klopziös sollte die sein, ja, 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 ja. Klopziös? Ja, aber die sollte immer noch anziehend wirken, also das auf jeden Fall, ja. Anziehend? Ja, ja, anziehend. Na, die sollte jetzt keine eigene Gravitation haben, also so meine ich das nicht, also. So fett habe ich ja nicht, ey. Nee, nee, okay. Also bla bla bla, junger Mann, ich bring's nur auf den Punkt. Aha. Sie suchen eine richtig schöne Cholesterin-Prinzessin. Ja, genau. Ja, ja, da können wir da arbeiten. Das ist ein guter Spruch. Cholesterin, das ist geil, genau. Ich lege ja aber auch sehr viel Wert auf innere Werte, ja, also. Ja, klar. Nicht doch hoch. Nein, also, doch, ich lege sehr viel Wert auf innere Werte. Glauben Sie mir. Also sprich, Sie sollten gut kochen und servieren können, ja, genau. Kochen. Ja, ja. Ich hätte meine, das war eine Köchin. Ja, die war 2,30 Meter groß. Was? Die hatte so einen großen Nasenlöcher hier. Ja, ja, ja. Da ich mir zuerst noch reingestimmt habe, da war ich gleichzeitig Köchin und Abzugshaube. Das gehört hier aber nicht her. Okay. Hat man verkochen? Ja, ja. Könnte die Außerrede unter Umständen auch eine Vegetarierin sein? Ne? Eine Vegetarierin. Eine Wicke. Vegetarier! Eine Wicke. Vegetarier! Ist das. Vegetarier! Ist das was Geiles, was Versautes, ja? Nein, das sind Leute, die kochen im Flur. Also. Wie meinst du, die kochen im Flur? Nein, Herr Gilli. Was? Vegetarier, ja? Ja, ja. Das sind Menschen, die essen kein Fleisch. Wie meinen Sie das jetzt? Die essen kein Fleisch. Ja, es sind vereinzelt auf dem schönen Planeten Menschen, die essen kein Fleisch. Und das ist eine Tatsache. Überhaupt kein? Nichts. Also keine, what? Oh ja, gibt es aber doch.
Junger Mann, ich erklär's noch mal ganz in Ruhe, weil Ihre Eltern waren bestimmt Geschwister. Was? Leute. Aus. Vegetarier, ja? Ja, ja. Sie essen kein Fleisch, sie essen keine Rotwurst, keine Herzen, keine Sülze, nichts, nada. Na Junge, was soll ich mit so einer? Die hat doch keine hohe Lebenserwartung, Mann. Kein Fleisch, na klar, ich glaube, es hackt, Junge. Ja, vielleicht eine Fremdsprache, kleiner Akzent, vielleicht eine kleine Russin. Nee, nee, nee. Ich sollte lieber nicht so viel erzählen, nee, nee, nee. Ich habe noch eine kleine fette Stimme, die muss weg. Nein, so meine ich das jetzt nicht. Also ich meine, die sollte schon der Sprache mächtig sein, ja, dass man, weißt du, die wirklich wichtigen zwischenmenschlichen Probleme diskutieren kann, ja. Also ob es jetzt ein Tag Eisbein oder Keuroladen gibt, also das ist mir wichtig. Keuroladen. Ja. So, ja. Kommen wir zu ein bisschen heiklen Thema. Ja, ja. Wie sieht es denn umherum aus, hä? Ja, weil sexuell vornehmen, erotische Fantasien, erotische Neigung. Ja, also wissen Sie, das, das ist so. Das ist bei mir eher so die handelsübliche 5-Minuten-Terrine. Also mehr ist das nicht. Also. Hören Sie auf, jeder hat auch welche erotischen Fantasien. Was? Ich hatte mal eine, die hat beim Sex immer eine Wortweste angehabt. Was? Ja, und zwei so Fluglotsen kämen hier so. Ja, ja, ja. Kurz auf Höhepunkt fing die immer an. Achtung, Achtung, Camp Geilheit, setzt zur Landung an! Was? Ja, ja, ihr lacht. Aber wie sollst du da kommen bei so einem dummen Gequatsche da? Oh, das hört ihr nicht mehr. Außerdem sehe ich auf Dresscode, Sie wissen, Sie wollen, außer meine Schweigepflicht. Ha? Ach, Sie haben Schweigepflicht? Ha? 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 Naja, gut, also, gut, wenn es so ist, ja, natürlich, Sie haben recht, ich stehe schon auf Rollenspiele, ja, ja, auf jeden Fall. Na, geht doch. Also, hören Sie zu, wenn meine Zukünfte, ja, wenn die so richtig schönes, eng anliegendes Eisenbahnschaffnerin-Kostüm anhätte, ja, und ich könnte die überall mit Olivenöl einschmieren. Junge, da ist hier Zirkus Krone, ja. Papis, geht gerne in den Zirkus. Was? War Spaß. Ja, ja. Das ist mir zu wenig. Weißt du, Scheife und Kostüm und Olivenöl. Ja, ja. Das ist mir zu wenig. Ich schreibe mir noch, die soll Geweih haben. Was? Oh, das ist geil. Geweih? Ja, und noch irgendwas Krankes. Oh. Die Zehnten ganzen Tag. Pass auf. Wir suchen eine Frau, die mit Schaffnerin-Kostüm, Olivenöl, Geweih. Ja, ja. Und Zehnten. Wir suchen eine italienische Försterin mit Taschenrechner. Aha. Das wird nicht einfach, junger Mann. Ja, 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 ja. Das wird nicht einfach. Wie sieht's denn aus mit der Libido? Mit der was? Mit der Libido. Mit der Libi was? Mit der Libido. 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 Aber was ist Libido? Wie oft darf der Clown in der Manege? Was für eine Manege? Wie oft sie mal zum Einsatz kommt. Ach so, das kommt einzig und allein auf einen Olivenölvorrat drauf an, das ist ja wohl klar. Also. Ja, 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 ja. So, da haben wir erstmal alles. Ja, ja. So, Weiler, da gucken wir uns jetzt mal ein paar Deutschen ja, an. Ja, schön, ich habe schöne Fette. Ja, ja. Ja, ja. Ja, der Ordner ist schon fett, ja, guck mal. So, komm mal rum hier. Ja, ja, kleinen Moment. So, Moment. Vollbild. Ja. Und da war schon erst Neutronenstern. Alter. Was ist das denn, Bruder? Alter, das ist doch, wo ist denn das? Da sieht keiner die Sonne. Nee. Gegen die wirkt Rainer Kalmund unterernährt. Ja, ja, ja. Hier oder hier? Nee. Doch, wenn wir hier nicht... Doch, wir wollten nicht... Nee, doch, das ist der Kopf, ja. Ach, das? Ja. Ach, jetzt sehe ich es. Ja, klar, freilich. Jetzt erschließt sich das Bild. Alter. Mensch, ich müsste mir mal einen größeren Monitor kaufen. Ja, unbedingt. Alter. Das ist ein Brummer, hä? Du, pass auf, da haben wir hier Natascha aus Kiew, 196, nicht unbekannt. Oh. Hobbys, Panzerschieben. Ja, ja, ja.
ein Kubikmeter Schlagsahne täglich. Oh. Lebt allerdings nur Hochkante mit Sturzhelm. Oh. Also ich weiß nicht, also ganz ehrlich, die ist mir eindeutig eine Nummer zu groß. Also, sinnvoll, ja. Nee, also, ich meine, da komme ich doch ja nicht ran, weißt du, da kriege ich doch hier nichts starre. Wenn ich die mal zungeknutschen will, das ist keine Chance, Alter. Da muss ich die Frau doch erstmal komplett einrüsten. Nee, also. Nee, nee. Das müssen wir. Guck mal hier, der Zellulitis hier auf dem Oberschenkel. Das ist so groß wie ein Zebrastreifen. Ja, Alter. Dann machen wir einen schönen Bildschirm schon. Gut, machen wir Alter. So. Nee, was anderes. Oh, hier was Exotisches hier. Donka und Davi aus Honolulu. Mal ja, Schwarze, ja. Hä? Was Exotisches. Du, wie heißt die Lulu? Hundag und Donki, Donki Toka hier. Ja, ja. Ihr lernt die Dorfschlagzeugerin? Okay. Hobbys? Wasser kochen. Was? Wasser kochen? Das kann ein Riesenspaß sein, das sagt. Nichts nur den Menschen aus. Aha. Aber vom Menschen, weil ich die Schwarze kann sehen. Ich hätte mal einer. Das war eine Rechtsradikale. Was? Die war geisteskrank. Ja. Die ist aus der Schlossen ausgebrochen in die ganzen Lebensmittelgeschäfte und hat dann die ganzen Negerküsse zertrampelt. Was? Die hat immer gesagt, Mensch, wir müssen uns beeilen, wir müssen die erwischen, bevor sie schlüpfen. Was? Aber. Das gehört hier nicht her. Was ist denn jetzt hier? Nee, also mit Wasser kochen, das ist mir zu wenig. Was anderes bitte. Oh, das ist noch ein schönes Trasche. Oh, die ist aber Schmuck. Die ist doch nicht Schmuck, Alter. Die sieht aus wie der rote M&M aus der Werbung. Ja, ja. So, wie heißt das Trasche hier? Guck mal. Birgit aus Hohenstein Ernst, der gelernte Kosmetikerin. Oh, was? Das ist ja derselbe Beruf, wie ich gelernt habe. Gelernter Kosmetiker. Was sieht's? Ja, so. Ja! Aber die hat sich selbstständig gemacht, hat auf ihren eigenen Catering-Service, Birgits Fressfleisch. Die Maße von den Däubchen? Ja, ja. 160 mal 390 mal 260? Alter, hä? Das ist was Genaues. Also Full HD? Ja. Führerscheinklasse 3 mit Anhänger bis 7,5 Tonnen. Das ist sehr gut. Einwandfrei. So, pass auf, ich schreib's ja. Hallo, ich bin Birgit, 38 Jahre alt und voll schlank. Uh-huh. Also voll schlank heißt, die ist genau so hoch, wie sie tief ist, ja? Ja. Und auf der Suche nach dir. Also nach mir, du solltest nett, lustig und nicht traurig sein. Ja. Birgit mag Kreppig im Fohlencafé und die grillte Antilope. Alter, was ist denn hier los? Sie mag Rockmusik und Männer mit langen Haaren. Alter, es wird ja mal besser. Ach ja, und du solltest trinkfest sein, denn wir haben Catering-Service jemand auf dem Bierwagen brauche. Alter, perfekt. Ha? Die nehme ich. Da schreiben wir gleich zurück. Ja, einmal frei. Da schreiben wir gleich zurück. F2, so, und dann bis hier mal, Romeo. Liebe Birgit, ich liebe dich. Ich würde mich sehr gerne morgen früh um 9.30 Uhr bei dir zu Hause treffen. Ich bringe auch eine Flasche Cola mit. Schnaps wirst du ja an der Bude haben. Danach könnten wir uns nackig ins Bett legen und gucken, was passiert. Ja. Also, wenn du da. Also, du schreibst halt gut. Wenn du damit einverstanden wärst, dann werde ich so lange deiner harren, bis es nicht mehr geht. In Liebe, dein Gilly. Oh. Das ist was Genaues. Romeo, ich sehe, die ist ja nicht mehr verfügbar. Wie, die ist nicht mehr verfügbar? Die ist tot. Was? Ja, die ist letzte Woche im Brunnen gefallen. Wie im Brunnen? Der plötzliche Fettentod. Für was? Das passiert bei den Fetten. Ne? Wenn die betrinken wollen, dann guckt die mal ran. Ja? Ja, wenn der ja. Arsch über die Kippenkante kommt, plumpst du die vorne. Da kannst du kurz Zeit stoppen, dann weißt du, wie tief der Brunnen ist. Was?
Kennen Sie nicht den Satz von Weight Watchers hier? Wenn der Brunnen nicht zum Berg kommt, geht der Prophet so lange zum Kuch, bis er einen grünen Kranz hat. Ne, warte mal. Was? Ach, das ist alles verwirrend. Das erste Mal, dass Sie homosexuell vermitteln, wissen Sie? Ja, ich bin doch nicht homosexuell. Ich suche mal. Ja, ja. Junge. Aber berühmt sind Sie nicht sehr. Wie berühmt? Ich habe ganz am Anfang sicher, haben eine kleine Online-Anfrage gestellt über Ihre Liquiditätsprobleme, hä? Sie haben ja null Schotter. Nein. Ich sehe, waren Sie 2015, 16 und 17 in Folge Mr. Schufa. Ja. Mein Glückwunsch schon nachträglich, ja? Danke. Stellen Sie die Frage, wie wollen Sie das heißen bezahlen, hä? Hä? Ich bin nicht billig, allein die Durchschlagserung kostet 6.000 Euro bei erfolgreicher Vermittlung. Wie viel 6? War nicht so wild, die fette Brunnen hätte 10 gekostet. 10.000 Euro? Sag mal, Herz bei dir oder was? Überlege mal ein bisschen. 10.000 Euro, das sind 20.000 Flaschen Bier. Junge, da saufe ich einen Verteiler dran. Ja, aber Sie müssen aber an meine Kosten denken. Was? Allein der Transport, dass Sie sich auf einen riesen Brummer aussuchen, da müssen Straßen gesperrt werden, Hochspannungsleitung weg. Ja, die sind so fett, die müssen wir mal führen wie ein Braunkohlepacker. Das kostet. Schau's mit. Ich war heute früh auf der Sparkasse, da habe ich 100 Euro geholt. Ja, und na ja, 10 sind an den Kiosk drauf gegangen wegen Frühstück. Und jetzt habe ich noch 90 Euro. 90 Euro? Was soll ich mit 90 Euro, Junge? Da verliere ich mehr aus der Hose wegen Bus und daher flitze. Was? 90 Euro, da geht es mal 10.000 tiefer, da ist ein Spezialgeschäft. Ja. Da geht es Ihre Traumfrau von 79,90. Von 79,90? Inklusive Luftbombe. So, Publikum, da kannst du nur zur Flasche greifen, Gilly. Ja. Es ist so, wirklich. Ich könnte wetten, wenn ich die Kronkorken jetzt in 2-3 schieße, klatsche ich lauter aus meinem Lied. Pass auf. Mensch, so. Was sagt denn das über euch aus? Bitte sehr, das können wir den ganzen Abend machen. Das ist doch keine Kunst. Jeden Tag 30 Bullen, da klappt's auch bei euch. Na ja. Der Masse macht's. Junge. Auf das schöne Lied. Ja, auf das schöne Lied. Das ist ein herrliches Lied. Das ist ein Traum auf das Lied, Junge. Ja, ich hab 3 Tage Ohrwurm. Ja, genau. Das ist schön. Erstmal in auf den Schreck. Ja, genau. Aber Svenny, ganz ehrlich, das Lied, das hat ja auch einen ganz schön tragischen Hintergrund. Echt? Ja, freilich, das ist doch damals in Bad Gösen entstanden, weißt du? In der Entziehungskur, wo ich war. In Bad Gösen? Ja, in Bad Gösen. Da warst du noch ein paar Mal. Ja. Aber das war beim ersten Mal, weißt du? Der erste Entzug ist der schlimmste, haben sie alle erzählt. Ja, ich weiß. Den habe ich gleich weggelassen. Kann eh nicht zählen. Nee. Scheiß drauf. Entzug so Blödsinn. Das ist nicht so einfach so Entzug, also kannst du glauben. Was hat's in sich? Da kommst du, höre zu, da kommst du als allererstes in so einen blauen Raum. Ja? Da ist komplett blau, so der Fußboden ist blau. Ja? Alles blau. Und da wirst du an der Wand geschnallt mit so 10 Tonner Transportshirt. Ja? Und da hast du so eine weiße Jacke an, wo man ganz beschissen an Reißverschluss drankommt. Ja. Ach du Scheiße. Oh, das ist alles harmlos. Ist, was das Schlimmste bei einer Erziehungskur ist, da darf man keinen Alkohol trinken. Na klar. Du denkst wirklich, ich bin doof, ja? Nein, da darf man wirklich keinen. Na klar. Warum? Ach, könnte ja Spaß machen, ja? Nein, dann. Kleiner Finger lachen mal. Nein, wenn Sie glauben, da darf man keinen Alkohol trinken bei einer Entziehungskur. Ja, was trinken die da? Luft oder was? Nee,
die trinken da sowas wie Tee und... Alles klar? Sag das Wort nie wieder. Naja, die trinken da jedenfalls sowas und dann trinken die auch noch Wasser und... Wasser? Das wird ja immer besser. Ja, Wasser. Die trinken Wasser? Ja, Wasser. Wasser. Das wo wir da Eier drinnen kochen und die Kacke wegspülen? Ja! Das trinken die? Wir freuen Was sind da für Zustände? Ich höre da nicht zu. Ja! Ja, kannst du glauben. Halt euch die Taschen zu, da kommst du mal ein bisschen. Nein, das trinken die da wirklich. So jetzt da, Alter, bei so einer Entziehungskur. Oh, das ist alles, weißt du, bei so einer Entziehungskur, da fängst du an, ja, da hast du dann als allererstes erst mal so Einzelgespräche, ja, mit so einem Nervendoktor, ja. Und danach kommst du in die Gruppentherapie. Und Svenny, was da abging, das kannst du dir nicht vorstellen. Das kannst du dir wirklich nicht vorstellen, mein Freund, ja. Da haben die... Hör zu, da haben die an uns Übungsschnaps verteilt, ja? Und den mussten wir danach an Schaufensterpuppen verschenken. Glaub mir, Svenny, da sind etliche Tränen geflossen. Ey, wir sind da vor... Ja, also. Kannst du dir vorstellen, da verschwimmen euch die Dimensionen von Raum und Zeit, ja, da vegetierst du nur noch vor dich hin, bist nur noch eingesperrt in deiner Bude. Also wenn ich, da musst du ja einfach eine Reißleine ziehen. Glaub mir, das waren die schlimmsten 2 Tage meines Lebens. Mensch. Das ist ja Hund, Alter. Ja, ich weiß. Habe ich auch kein Mitleid, weißt du, was meine schlimmsten Tage waren? Was? Wo du mich ja letztes Jahr wegen Boxen, wegen Comeback hier an Nordpol schickt hast zum Kältetraining. Ach ja, zum wie ist das? Kryotraining. Kryotraining. Genau, ja. Das ist so bescheuert, das ist genau, ihr wisst, jedes Kind hier muss kein braucht Wärme, das habe ich in der Schule gelernt. Wo? Ich war in der Schule gewesen. Ich im Klassenzimmer mit Tafel und Kreide, ich war in der Schule. Aha. Wirklich? Da haben wir aber auch der erste, der zweite, der dritte. Aber ich war da. Ja, jetzt. Bitte. Ja. Jetzt komme ich da oben an, Herr Nordburg hier, bei den Schneefitschis. Wie heißen die nochmal hier? So ähnlich wie Escobar, warte. Kimono, genau. Was? Komme ich da an bei den Eskimos, Mann. Genau, Eskimos, ja. Komme ich da an, da haben die nicht meine Turnhalle. Die haben mitten im Ort haben die einen riesen Mehrzweck-Iglu und da boxen die drinnen. Und die haben auch keine Sandsäcke, da hängen Gegenrobben kopfüber von der Decke. Und da stehen die ganzen Schneefischis dran und boxen. Wie nochmal, da hängen tote Robben von der Nein, Decke? Nein, die haben noch gelebt. Mann. Ach so, okay. Die machen das ja nicht, die Robben, die kriegen 10 Euro die Stunde. Ja. Und die werden fett gefüttert, damit die Schläge nicht merken. Ja. Die kriegen von früh bis zum Abend, was hat der da, die kriegen Cecchettina, Gulasch, ja. Buffreis, Rote Beete, Ferrero Rocker, Cornett, Beff, bisschen Lachen, ja. So eine fette Rum. Ja. Die Schläge, das kitzelt die nur. Ein Gelächter in dem Mehrzweck-Iglu. Ah. Ja. Und dann kam einer hier von Greenpeace. Ja, so. Aha. Was ist denn hier los? Habt ihr eine Klatschbox da drin? Ist das Gehirn? Die müssen doch mehr sein. Mann, sind die Fett, was sind die zu fressen? Ferrero-Rocker? Das sieht ihr alles nicht, das könnt ihr doch nicht machen. Das sieht ihr schon, das wollt ihr nicht machen. Und klar, und, der hat die Fetzte. Ja. Jetzt hängt er auch da, kommt über beide rum. Für die Jugend. Ja, genau, für die Jugend. Kaum mal der Ochse wegkommt, Axel Schulz. Axel Schulz, der Boxer mit dem Basecamp und dem Pfandflaschengesicht. Ja, wenn ich weiß, wer Axel Schulz ist, was wollte der da? Ich habe gedacht, der macht ja auch Kryo-Training, Comeback, Box-Comeback. Und ach, da steht doch der Mütze hier, fuck, Mann. Ja. Der hat gedacht, unerschlossener Markt bei den Kimonos hier, da ist der Hochanhänger mit PKW 7,5 Tonnen. Mit der ganzen Fackelmann-Lumpe da hoch. Ja. Hat er einen Grill nach dem anderen präsentiert. Ja.
Die haben alle dumm geguckt, hat er präsentiert Holzkohlegrill, Elektrogrill, Erdwärmegrill, Schneegrill, Solargrill, Atomgrill und sonst Grill. Ja, ja, ja. Nordpolgrill und die Grill und die Grill. Und die haben nichts gekauft. Ja. Und da hat er gesagt, pass auf Jungs, Sie haben den allerneuesten Schrei, falls er mal empfangt, hat er vom Hänger ausgeklappt, einen 30 Meter großen Blauballgrill. Ja, ja. Und hat den angeschmissen, ist der ganze Ort weggeschmolzen. Und der muss langsam runterfahren. Jetzt fangen die Polkappen an mit Abschmelzen und Backeis. Ja, ja. Weil die mit dem Klimaschutz erzählen, das soll sich mal ins Auto setzen und Axel da oben abholen. Ja, ja, ja. Ist wirklich so. Ich versuche Kontakt zu halten. Wirklich, versuche, Gilly ganz bezeugt. Stimmt, ich versuche wirklich Kontakt zu halten, weil ich wissen will, wie es ausgegangen ist. Wirklich, jede Woche. Du weißt es, jede Woche gebe ich dem Bofrostfahrer einen Brief mit. Ja. Jede Woche. Nach Bad Gösen stecken. Bad Gösen! Entschuldigung, das interessiert doch den Funker, Scheißmann! Schicken Sie Boote! Hilfe! Irgendwas! Hubschrauber! SOS! Hilfe! Nein, hör auf dich nicht! Nein, nicht nehmen! Die Dame ist keine von der Oma, hör auf! Nicht nehmen! Nicht hör auf! Nein, nicht! Nein! Ja, was willst du mit der Ohrzange? Das ist doch links gewinnt, hör auf damit! Nein, nicht! Ja, genau so, ja! Ja, fasse dran, ja, los, trau dich, fasse dran! Los, fasse am Blitz am Leiter! Ja. Ah, ja, überall Federn drüber. Ah, alles für die Küken. Mehr Federn. Ja, so ist gut. Schneid Bettlaken auf, los, ja. Ah, so ist gut. Einwandfrei. Ey, links im Winde. Geht's noch? Nein, nicht mehr. Auf, auf. Links im Winde. Nein, nicht treten. Nicht. Was? Gini, wir haben's gepackt. Alter, ist mein Kaffee fertig? Scheiß auf Kaffee. Scheiß auf Kaffee, Junge, wir sind im Paradies. Wie, wir sind im Paradies. Du wolltest in der Südsee. Na klar wollte ich in der Südsee, Svenny. Eine schöne Insel. Nackte Weiber, eine Strandbar, ein Abbeißen, Aloha. Und nicht stranden auf so einer 12 Quadratmeter Einrauminsel. Nee, dann schwimmen wir rüber zu der Großen. Vielleicht ist da Strandbar, Aloha, Nackte Weiber. Ich kann doch nicht schwimmen. In eine buttlige Tunne. Wie meinst du denn? Ja, unter Meer durch, zack. Oh, der feine Herr ist wohl ein Tiefbau-Jang oder was? Ah. Das, wenn ich dann fange schon mal an. Ich werde in der Zwischenzeit ein paar Containerdienste abtelefonieren, ja? Wegen Abraum. Ja, wenn nicht, dann machen wir vor dem Flugzeugsignal, da kloppen wir die Balben um und machen ein schönes Feuer und dann fliegen wir rüber. Ein Signalfeuer? Ja. Mit den vier Balben? Jetzt, wo du es sagst, ist es lächerlich, ja. Da willst du rüberfliegen, wo soll der ja landen, Alter? Mit den vier Palmen Feuer. Das kannst du doch nicht machen, Junge. So ein Blödsinn, das brennt genau eine Stunde und dann war's das mit Schatten. Ich glaube, du bist aber ein ernster Lager nicht bewusst, ne? Nee, ich find's geil, das ist mein erster Urlaub. Svenny, da geht's ums blanke Überleben. Verstehst du das nicht? Wir brauchen was zu essen, was zu trinken. Feuer!
Alter. Das ist eigentlich mein Flaschenöffner, da kann man Feuer machen. Was? Voll das Multitue. Alter. Bloß nicht kaputt machen. Das ist ja geil. Alter, meine Kiste ist angespült. Oh, geil, geil, geil. Die ist wasserdicht. Das ist ja gut, vielleicht ist da was drin. Einwandfrei. So, geil. Jetzt gucken wir mal. Svenny! Svenny, wir sind gerettet! Ja? Ja, Svenny! Wir haben 6 Liter Türschlösser in der Eisau! Aus! Oh, oh, was haben wir hier immer schickes? Oh! Eine 3 Terabyte Festplatte! Da kann man jeden Tag von der Insel Backup machen, oder was? Junge, 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 nur Scheiße, es wird nur Schrott wieder. Nur Müll. Der hat immer schlechte Laune, der böse Onkel. Ah, okay, gut, ich sage ja schon nicht. Ja. Hallo, Steve. Ja, Steve ist... Komm, wir machen es uns erstmal gemütlich, machen wir immer alles schlecht. Erstmal ankommen, ja? Ja, ja. Das sieht der Welt schon ganz anders aus. Alter. Und du hast Glück, Steve ist doppelt bestückt. Sehr gut. Ja, Raumwunder Steve, ja. Warum hat er immer so dicke Beine, ja? Eine akute Sternifantitis. So, jetzt kommt wieder was für euch, Blödmänner, ja. Hier. Das ist doch total hoch. Oh, gut, wenn ihr Spaß habt. Naja. Einfache Leute, ja. Ich trinke doch. Alter. Svenny. So schmeckt der Heimat, Junge. Das riecht gutes Bier, einmal frei. Wenn man 10 Stunden geht's hat, dann schmeckt es richtig gut. Ja, ja, ja. Hast rein, so was hab ich dir gesagt. Mhm. Erstmal ankommen, schluck Bier, dann sieht die Welt anders aus. Ja. Der beklatschte Robinson Crusoe, der hat's da auch gepackt damals. Dann schaffen wir das auch, Junge. Ja, stimmt, da. Der hat's auch geschafft. Nach 27 Jahren. Ist das viel? Geht so. Ist da der komische Flughafen fertig? Nee. Nee? Nee. So lange? Ja, ja. Also, so. Nee, nee, das kann ich nicht. Ich muss spätestens nächste Woche Mittwoch irgendwo zum Stammtisch. Ach so. Auch der Körper. Ja, 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 ja. Kann ja keine 27 Jahre, wir hauen ja ab. Mhm. Nächste Woche Mittwoch sitze ich irgendwo am Stammtisch, das platze ich, das brauche ich. Mhm. Das ziehe ich seit meinem Leben lang durch, seit der Jugendweihe. Mhm. Das mache ich auch. Aber wo Robinson, also, was machen wir, wenn der Wochentag antanzt hier? Wie heißt der hier? Freitag? Svenny, das überfordert mich gerade. Also, Svenny, das ist absolut ernstfrei eingetreten. Da geht's Bier durch. 3? Moment. Vielleicht ist es ja auch eine Frau. Wie bei Robinson Junior. Ja. Zinn, ja. Ja, das wäre geil, ja. Das wäre der Hammer. Das wäre der Hauptgewinn, ja. Da wird sich deine Welt aber kein Stück verändern, mein Freund. Da kannst du ja dahinter den 3 Palme Quadratmeter abstecken. Das ist dann dein neues Zuhause. Und ich, mein Freund, ich werde mal mit Madame hier vorne schön einen auf blaue Lagune machen, ja? Möhre auf, Alter! Du blaue Lagune! Die lacht sich doch krank, wenn der Kosmetiker die lila Hülle fallen lässt. Was? Lagune! Aber Svenny, ich bin noch nicht schlecht ausgestattet. Also. Ja, Gilly, für unsere Breitengrad, aber die Kollegen hier unten, die messen noch in Zoll. Was? Ja. Ich habe Anulu bei einem Stadtbad die Sehnsucht umkleide gehabt, dass er nicht aus wie der kleine Kosmetiker. Was?
Das hat der Ausmaße von einem Zwiebelzopf. Was? Ja. Die dreht sich vor Lachen, wenn die dich sieht. Ja, ja. Die puttert alleine den Tunnel darüber. Ja, ja. Blau Lagune. Ja, ja. Da fällt's nach dem. Was das war vor beschauter Name Freitag? Na, weil die an den Freitag gekommen ist. Weil die Freitag angekommen ist, heißt die Freitag? Na ja, klar. Echt so einfach. Wenn die Sonntag gekommen wäre, dann Sonntag. Sonntag, ne? Der Dienstag, der Dienstag. Ja, Dienstag, ja, ja. Und am Brückentag dann? Oh. Brückentag. Höchstwahrscheinlich Brückentag, ja. Die kann doch nicht nur Freitag heißen, die braucht doch noch einen Vornamen. Das gibt doch wie Bettina Freitag oder Kimberly Freitag. Was? Das gibt doch sprachlich nur Probleme. Wie oft muss man fragen? Ja, ja. Robinson guckt in die Küche, fressen alle. Ja. Da sagt der Mädchen, hol mir zu. Wir haben das schon mal zum Einschmeißen. Ich fahre jetzt raus, Fische fangen. Heute ist Mittwoch. Ich schätze, ich komme zurück am Freitag. Freitag. Da denkt ihr doch, du stotterst. Aha. Oder wir beiden sitzen jetzt hier Freitag, ja, hier am Lagerfeuer. Ja, ja. Schlafen abends um 8 Uhr ein. Noch keiner zu sehen. Mhm. Wachen Samstag früh auf. Mhm. Und die Alte hockt da. Zwecks Namennehmung kannst du dann mit Sicherheit sagen, ob die vor um 12 Uhr hergekommen ist oder nach um 12 Uhr. Heißt sie dann vielleicht Bettina Freitag Samstag? Bettina Freitag Samstag? Ja, zum Beispiel. Junge, klatschen bei dir da oben nur noch die Feuerwehrschläge zusammen oder was? Bettina Freitag Samstag, Svenny, wir sind ja auf einer einsamen Insel, wir haben nicht mal Briefkasten, da soll doch ein Doppelname dran oder wie? Das ist genau das, was ich meine mit die Weiber. Die ist noch nicht mal da und macht jetzt schon nur Probleme. Ja. Apropos Probleme. Was? Haben wir noch ein Problem? Habe ich im Fernsehen gesehen? Die haben ja alle Ethika hier unten. Da können wir uns warm anziehen, mein Freund. Wie meinst du, die haben Ethika? Nein, die haben Ethika, die Menschen haben Ethika. Wie Ethika? Verstehe ich nicht. Die haben Ethika, dann bist du doof oder so. Verstehe ich. Hast du Krokok mit die Fressen oder ja, was? Ja, na klar, wie immer. Die haben Ethika, das kennst du nicht den Film mit Dustin Hoffmann und den kleinen Kapuzineraffen? Outbreak. Mensch, nicht Ethika, Ebola. Oh, Alter. Oh. Oh, Junge. Ein kleiner Versprecher, Mensch. Ja, ja, Ebola. Na, das passt gut, wir ja. Lieben Lebensmittel. Ja. Oh, da war fies, ja. Da war fies, Alter. Da war volle Granate. Tja. Ebola. Ja. Das, wenn die Alte ja antanzt, das Risiko musst du schon eingehen, ja. Also, ich meine, ich schätze, die wird nicht einen Impfausweis dabei haben, weißt du? Nee, das glaube ich auch nicht. Also, Hauptsache, die kommt nicht Mittwoch. Wie meinst du Mittwoch? Na, wenn die Mittwoch kommt, heißt die doch Mittwoch. Na ja, klar. Na, wegen Stammtisch. Was? Das geht doch nicht, wenn du ja die ganze Woche rumläufst und rufst nur Mittwoch. Da spielt man vegetatives Nervensystem verrückt. Hä? Allein bei dem Klang Mittwoch strafft sich meine Speiseröhre für erhöhte Durchflussgeschwindigkeit. Ach so. Und der Leber ist Sekunden auf Betriebstemperatur. Ach so. Am besten kommt den Schaltjahr. Ja, genau, das wäre das Beste. Das ist ein schöner Name. Ja. Frau Schaltjahr. Ja, Bettina. Freitag, Samstag, Schaltjahr, Brückentag, Alter. Ich will Nachrichten sprechen. Ja, das ist ein schöner Name von der Katze, ja, doch. Einwandfrei. Hey, geh in 10 Minuten, wir haben auch Kopf voll. Ja. Oh, volle Granate, Junge. Herz, auf einmal was trinken. Hm. Alter, ist das eine Hitze hier. Ich zähle 6 Sonnen. Alter, ich habe nicht mehr. Du kannst auch weit zählen. Ja, ja, ich weiß. Bis 6. Ab der 2. Klasse haben wir bis 6 gezählt. Ja, ja. Herrlich hier, ja. Ja, ist schon nicht schlecht. Alter, guck mal, da oben ist Benni. Guck mal, an der Palme da. Da ist ein Zettel dran. Ja, vielleicht ist es ein Strafzettel. Ein Strafzettel, ja, könnte sein. Na, vielleicht hat einer die Palme ja falsch geparkt, ja, na. Andere Länder, andere Palme. Oh, Alter. Alter, sollst du mein Bier das oder was? Das ist immer noch Steves Bier. Ja, ja. Ja, müssen wir gucken, ja. Jeder selbst der Nächste.
Holt mal den Zettel runter. Ja, ja, warte. Das ist immer das Beste, Leute. Oh ja! Junge, der wie ein Springbock hier. Na. Der junge Serge Bucke. Oh ja! In 10 cm sind wir 4, ey. Mm. Aber pass auf, dass du nicht wieder an der Hallendecke knallst, ja? Ja. Das guck ich. Oh, Mist. Wahnsinn. Fast die Stratosphäre. Ach komm, jetzt hilf noch mal los. Ach, was ist denn los, Frodo, hä? Ja, ja. Hängt der Traum zu hoch, oder ja. Was? Los, jetzt hilf mir mal. Da muss Riese Sven wieder helfen. Ja, Riese Sven. Bitte sei so nett und hilf mir. Du, was ich immer wissen wollte, wie ist denn bei euch die Luft da unten? Ja, stinkt nach brauner Korthose, hä? Ja, ja. Mache. Alter, ist der hoch. Ich weiß. Das war hier mal. Ich weiß. Arschlöcher. Wo willst du hin? Mit deiner Ordonnanz. Findest du lustig, oder was? Noch höher wird schon hängen. Findest du lustig? Du bist wohl jetzt der Komiker hier. Hast du schön Sinn für Humor. Wirklich ganz toll. Hast bestimmt von deiner Mutti geerbt. Den hat es auch gebraucht, wo sie dich im Kreis gesehen hat. Plötzlicher Ballen tot. Ja, ja, ja. Als wenn ich da mal richtig glück, dass eine Autoleiter eingespült wurde, ja? Also du brauchst morgen nicht wiederkommen, ne? Nee. Gut. Er hat morgen frei. Vor immer. Nee. Hast mal einen auf den Schreck. Ja, ja. Alter, guck mal, hier ist wenig das... Das sieht aus wie eine Schatzkarte. Guck mal. Boah, geh scheiße. Ja. Was machst du denn? Orientierung. Ach so. Alter, willst du mit dem Wind die Ecken abrunden, oder was? Ich versuche den Lageplan in die gegebene Örtlichkeit umzusetzen. Ach so, du scheinst dich ja perfekt auszugehen mit den Örtlichkeiten, ja? Was macht man mit so einer Karte als erstes, ha? Drehen! Dann machst du doch, Herr Schlau. Svenny, die muss man als allererstes einmorden. Ja, wir können es auch noch einkochen, wenn du willst. Ja, das können wir zum Schluss machen. Da kochen wir es ein. Na, machen wir. Einmorden, habe ich gesagt. Ich weiß wieder nicht, was das bedeutet, ne? Ich trinke noch. Pass auf, ich erkläre es dir. Du kennst doch Uwe, ja? Ja. Ja. Und der steht doch immer am Kiosk da an seinem Stammplatz. An dem weißen Pfosten den Mülleimer. Den ganzen Tag. Links den Mülleimer, genau. Da rein, da raus. Ja. Von früh um 7 bis abends um 7, ja? Und Svenny, wenn du mal ganz genau den seine Jacke anguckst, da siehst du, dass der rechte Ärmel so leicht grünlich ist, ja? Ja. Ja. Das ist alles Moos, mein Freund. Und da ist die Wetterseite und da ist Norden. Ha? Wow, ja, da kann der Uwe noch ein Stroh im Mund stecken, da haben wir noch eine Sonnenuhr. Was? Was kommst du jetzt mit Uwe, der steht 3000 Kilometer vom Problem weg mit seinen grünen Ärmel. Hast du eine bessere Idee? Gilly, wenn nichts mehr hilft, ja. Wenn alle Stricke reißen und man kann sich nicht mehr orientieren, dann macht man im Notfall einen Sterni-Kompass. Was? Einen Sterni-Kompass. Was ist Sterni? Wenn nichts mehr hilft, dann schmeißt man sein Bier um. So schlimm es ist, ja. Und da guckst du mit Adleraugen die auslaufende Pfütze an. Ja. Ja, und in die Richtung, wo das Bier partout nicht hinlaufen will, da ist Westen. Na los, mach mal los, komm. Das kannst du voll vergessen. Ja, 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 das kann ich mir schon denken. Lieber mach ich's mit Blut, das klappt auch. Ja, ja. Also wenn ich glaube, du musst dein Bier nicht auskippen. Guck mal, hier siehst du das, guck mal doch. Hier siehst du, das sind die zwei Ballen. Und da, mein Freund, da ist ein grüner Punkt. Weißt du, was das bedeutet? Da kommt Mond doch die Säcke hin. Nein, Mann, das ist eine Schatzkarte, da wird wohl der Schatz vergraben sein, ha? Vielleicht ist da der Schatz und da kommt die Säcke hin. Oh, Junge. Warte mal, da sind... Genau so rum. Und da sind die zwei Ballen.
Und dann müsste... Alter, das sieht aber verdächtig aus, oder? Hätte doch ein bisschen besser verstecken können. Ja, ey. Ja. Das sieht ja blöd, Mann. Los, grabe mal. Wie grabe ich auf Stoff? Wie Hund, los, battle mal, komm. Wie, das möchtest du, komm, Wufi, wie Hund. Komm, Wufi, mach er, fein, prima. Oh, oh. Oh, jetzt was Hartes, zack, Wumm, Schatz gefunden, Riesenapplaus. Dankeschön. Alter, hoffentlich ist da was zu fressen drin. Unbedingt, ich faule aus der Jacke, ich muss unbedingt was einschmeißen. Junge, Junge, Junge. Grundklare. Ja, wenigstens eine kleine, ja. Alter, stell dir mal vor, die ganze Kiste wäre randvoll gefüllt mit Gulaschsuppe. Oh, fies, ey, fies. Das war der Hammer, oder? Und vielleicht noch zwei Doppelbrötchen, die oben drauf lustig hin und her wippern. Ja, das war gut. Boah, jetzt hab ich richtig Knast, Alter. Los, mach mal auf. Vorsicht, wegen der Gulaschsuppe. Oh, die Stahlfaust, Junge, offen. Ja, oder? So. Alter! Wenn's was zu essen ist, kannst du sagen, Kili. Alter! Alter! Da stinkt ja wie Knippe auf dem Kopf. Oh, Junge, Junge, Junge. Boah! Weißt du, wie das riecht? Nee. Wie ein nasser Dachs, der da drin gestorben ist und vorher Spargel gefressen hat. Ja, ja. Oh. Der war deine Zähne stumpf. Oh, volle Granate, ja. Junge, Junge, Junge. Oh! Oh, Mist. Boah, stinkt das. Scheiße. Oh. Nichts zu fressen drinnen. Oh. Ja, Svenny, da werden wir uns wohl in Zukunft nur noch von Grünzeug und Kokosnüssen ernähren. Da werden wir wohl zum Vegetarier mutieren. Du Dreckschwein, ey. Was? Und nur weil wir zwei Männer auf einer einsamen Insel sind, mach ich doch sowas nicht. Was? Ja, mit deinem Vaginal-Terrier hier. Svenny. Svenny. Nicht Vaginal-Terrier. Das ist was ganz anderes, nein. Ich meine Vegetarier. Klingt doch genauso. Das ist was ganz anderes. Was soll das sein? Wisst du doch nicht, ne? Pass auf, ich erklär's dir. Vegetarier sind Menschen, die essen kein Fleisch. Du denkst wirklich, ich bin doof, ja? Svenny, es gibt vereinzelt Menschen auf unserem Planeten, die essen kein Fleisch. Warum auch? Könnte Spaß machen, ja? Oh. Hör auf, ey! Nein, kannst du glauben, die essen kein Fleisch. Kein Fleisch? Nein. Aber gehacktes. Auch kein gehacktes. Überhaupt nicht. Was, soll ich, was, ist das für, was sind das für Leute? Was? Die kaufen sich ein Schwein, füttern das groß, schlachten das und schmeißen dann alles fort, oder was? Svenny, die schlachten überhaupt nicht, das gibt's da nicht. Ja. Jetzt hast du dich verraten, die schlachten nicht, so Blödsinn. Was? Und eine Wurstsuppe, da kannst du ja einen kleinen Strick nehmen. Oh, Alter, Junge. Was ist das ja für ein komischer Helm? Du weißt nur. Schöne, wie eine Kokosnüsse, hä? Ja. Schöne Worte, das Ding. Oh, irgendwie, ja. Was ist denn das für eine komische Fahne, Kili? Was für eine Fahne? Alter! Was ist denn? Alter! Was ist das für eine bescheuerte Frage, Junge? Guck mal hin. Ist Josefs Kreuz, ist es nicht, ja? Scheiße. Ist das ein Nazi-Schatz? Nee, ja, klar. Da musst du vorher noch was sagen. Du weißt ja genau, ich bin so dumm, da wird's gefährlich. Ja, ja. Ach, deswegen stinkt das so. Alter. Das liegt seit dem Zweiten Weltkrieg hier, oder was? Ja, klar. Alter, da ist noch ein Spiel drin. Was für ein Spiel? Wer wird Reichsmillionär? Was? Der Ratespreis für die deutsche Familie. Nur für Arier ab 6 Jahre. Was? Wo man noch unten zocken? Na, hast du einen Sitzen, oder was? Da ist ja kein Spiel drin. Nur Papiere und Fotos. Ja? Das sieht aus wie Indiana Jones. Guck mal. Ja, stimmt. Das, Svenny, das ist eindeutig Indiana Jones. Na klar. Wieso ist denn da nackig? Vielleicht wollte er blaue Lagune machen. Nee, Svenny, das glaube ich nicht. Guck dir mal das kleine Dreckerfendi an, Alter. Oh, da. Ist er putzig? Ja, ja, ja. Junge, Junge, Junge. Ist gerade mal ein Pixel groß. Junge, Junge. Einmal im Brei, Junge. Hier ist noch ein Brief drin. Da zerfällt auch schon. Ein Brief? Und du hast doch bis jetzt mit Lesen immer mehr Glück gehabt. Na ja, gut. Aber da sind wir echt schon ganz schön zerflettert. Alter.
Und noch ganz fertig. Wie habe ich das lesen können? Mein Fahrer. Führer, Entschuldigung. Mein Führer. Voller Stolz teile ich Ihnen mit, wir besitzen nun die ultimative Waffe, welche den Kriegsverlauf entscheidend verändern wird. Aladins Wunderlampe. Ich kratze Alter. Nach 2 Jahren Observation von Professor Jones ist es uns gelungen, die Lampe während seiner jährlichen Darmspiegelung aus seiner Umkleidekabine zu entwenden. Ich hab die Lampe bei der Darmspiegelung geklaut, ich meine. Ja klar, Svenny, das ist Aladins Wunderlampe. Alter! Ich haule weg, Alter. Wir sind gerettet. Oh, volle Kanone. Einser Wolf, ruf Wolfshülle, Wolfshülle, bitte kommen. Einser Wolf, ruf Wolfshülle, Wolfshülle, bitte kommen. Alter, was machst denn du da? Na, Kontakt. Einser Wolf, ruf Wolfshülle, Wolfshülle, bitte kommen. Als wenn ich hätte an deiner Stelle einen Kompressor angeschlossen, Kollegen, rausgepustet, ja, na? Das hätte ich zu Hause als erstes gemacht. Einser Wolf, ruf Wolfshülle, Wolfshülle, bitte kommen. Jetzt stell dich so an, du Fatzke. Ey, was haben sie mit dir noch im Kinderheim gemacht? Wir haben dich immer eingeschlossen und verdroschen. Mensch, haben sie dir da nicht mal irgendwie ein paar Märchen vorgelesen oder so? Nö. Ja. Mensch, Svenny, wenn du willst, dass der Kollege rauskommt und groß wird, musst du schön langsam dran rein. Das haben sie schon im Kinderheim gemacht. Was? Da kannst du selber deine Spruchtell, ey. Oh, Alter, Mann, so habe ich das jetzt nicht gemeint. Ja, und wie reibt der Labello, links oder rechts rum, ne? Oh, Alter. Wenn ich die Fahne sehe, höchstwahrscheinlich rechts rum oder wie? Das ist ja scheiße, ja, reib mal irgendwie dran, Junge. Spruchtell, ey. Junge. Hier, gucke hin, dass du was lernst fürs Leben, ja? Gucke hin mit den Augen klauen. So wird richtig dran, hier oben. So, ja, gucke. Und? Da könnt ihr so lange noch rein, wie ihr wollt. Das könnt ihr voll vergessen, Junge. Ich arbeite nicht von der Wehrmacht. Wir sind doch nicht von der Wehrmacht, Junge. Gib mal her, wir sind Ossis. Ossis? Was soll das sein? Junge, das kennst du nicht, du hast 80 Jahre in der Kiste eingeschlossen. Das ist eine ganz neue Stufe in der menschlichen Evolution. Ja. Du mal wieder. Nee, das bin ich vollkommen recht, ja. Einige von uns haben so herausgefunden, dass man heutzutage nicht mehr zwangsläufig arbeiten gehen muss, ja. Da weißt du, wie schlau unser Völkchen ist. Ja, genau. Du, und in letzter Zeit, da kommen ganz viele aus deiner Ecke da unten zu uns hier hochgetrampelt. Ja, stimmt, ja. Da wirst du dich wie zu Hause fühlen bei uns. Ja, stimmt, ja. Da könnte es sein, dass bald Aladin bei uns der neue Präsident wird, ja. Zum Beispiel. Also gut, und wie kann ich euch helfen? Na, am besten, du bringst uns wieder ganz schnell nach Hause. Und eine kalte Kiste starte ich auf dem Weg. Ja. Kalt, ja? Na, wenn ich jetzt in euer Land komme, brauche ich dann nicht irgendwelche Papiere oder Dokumente. Was? Du bist lustig, Junge. Auf den einen kommt es jetzt auch nicht mehr an. Ich brauche mal deine Hilfe. Bei was denn? Nee, nicht ich, Günther, brauche mal unsere Hilfe. Günther? Ja. Da macht doch deine Alte mal fertig. Ja, oder? Ich weiß. Ach, hier, Trick und Track, ja. Kimmy. Wie der eine aussieht, so heißt der andere. Und soll ich mich dann nach hinten umdrehen oder was? Der muss ja vorne hin, der Tisch, Junge. Das war der letzte Tag heute. Das stinkt eh, den müssen wir mal abgärchen. Unbedingt, ja. Nimm Platz, ich erklär's dir mal. Seine. Pass auf, Günther, ja, der hat mich gefragt, weil du doch so schöne Stimme vorstellen kannst. Ja. Und Günther, der belästigt doch seit Jahren seine Ex-Frau. Ja. Der ruft da am Tag 50 Mal an, sticht immer der Autoreifen kaputt und steht immer nackt vorm Fenster und alles. Die ist doch schon ganz schlimm in der Nervenklinik. Die hält das nicht aus, aber der zieht durch. Ja, ja. Ja, und der kann die Woche nicht.
da müssen wir mal einspringen. Wie, da kann die Woche nicht? Wieso? Hey, da ist weg, da ist auf dem Paralympics, ja, da. Ach so, ja, klar, der stimmt, ja. Sportfest von die Handy Ägypten. Wieso? Ja, die sagt, nach seinem Fahrradunfall hat er Medaillenchance als eineiger Zwilling. Da, weil du so schön die Stimme verstellen kannst, du klingst mit Günther, hat er gesagt, wir machen jetzt die Alte fertig die Woche. Der hat dir alles aufgeschrieben. Ich sag, nee, das kannst du vergessen, das mache ich nicht. Warum nicht? Ich will mir nicht versauen, Svenny. Was willst du denn noch versauen? Dein Leben ist gelebt, Alter. Was? Du sollst nur eins abtrainieren, das sehe ich jeden Tag. Jetzt nein, Mann, ich will mir mit Angelika nicht versauen, Mann, weißt du? Warum? Hat er das noch nicht erzählt? Ich gehe doch immer Montag früh in Netto einkaufen, ja? Ja. Und zufälligerweise ist die Alte auch immer da. Und Svenny, die guckt mich immer so komisch an, weißt du, so die... Die hat den grünen Star, Alter. Nee, so meine ich das nicht. Nee, die fasst sich immer an die Haare, weißt du, und dann, ja. Na, vielleicht hat sie Läuse. Nein, die streckt einen Bobs an der Brust raus und dann kokettiert sie immer. Und irgendwie gefällt das ein kleiner Kosmetiker, weißt du, ist das? Wieder kleine Kosmetiker, das ist der Günthers Frau. Das ist Günther seine Ex-Frau, Mann. Aber wir dürfen das nicht, was steht bei uns über dem Dresden? Ja, ich weiß. Frauen, Fleisch und Flaschenbier bleibt jeden seins gelogen Bier. Ja. Ja. Bisschen Anstand. Und außerdem schuldest du mir noch einen Gefallen, Kili, jetzt hör auf, ich bin ja. Was war hier? Na, was denn war hier Gefallen? Mit Gefallen. Na, was denn? Wenn der klar schuldest mir noch einen Gefallen. Wir hatten vor dich letzte Woche Mittwoch früh um 8 im Kaufland eine Bombendrohung gemacht. Ja, gut, okay, ja. Ja, stimmt. Ja, weil das stärkste Angebot war, der feine Herr ausschlafen wollte. Ja. Ja? Ja. Aber hat gut funktioniert. Ja. Aber herrlich geschmeckt, ja. Die waren gut, die waren wirklich. Ach, so, jetzt stell dich nicht so an, der hat alles aufgeschrieben. Okay, alles klar. Ich kann zwar nicht so gut lesen wie du, aber im Prolog was Krankes erzählt, dass die sich einscheißt. Ja. Ja, das war's schon. Ach, mehr nicht. Einfach FI aus und losquatschen. Gut, okay. Was zeig ich da? Ja, er wird schon irgendwie. So, also. Warte mal, das war der. Es klingelt. Gut. Liebe Streit? Angelika! Ich habe keine Zeit! Ich muss zum Friseur! Angelika, ich bin nackig! Nicht ganz, aber beinahe! Angelika, ich habe mir 3 weiße Beute gekauft. In den ersten ist Wolle, in den zweiten ist Sand und in den dritten sind die anderen beiden Beute drin. Angelika, so groß ist meine Liebe, doch groß ist größer, doch der Größte ist Größus, weil der am Valentinstag in Erfurt eingekauft hat. 7 Meter entfernt und 7 Meter nach links, das sind die Zahlen, die ich für dich gesammelt habe. In meiner Sammeltasse, da wo der Henke abgebrochen ist, als du damals in den Fußraum gefallen ist, erinnerst du dich? Angelika, seid ihr sicher? Stets und ständig fliegen um dich herum. Und die beobachten dich mit Ferngläsern, ob du ja auch das Flusensieb richtig sauber gemacht hast. Denn auch die Pechmarie musste trotz ihres Jetlags erbarmungslos zurückschlagen. Oder? Angelika! Angelika! Du hast einfach aufgelegt, Junge. Die traut sich was. Phase 1 abgeschlossen. Ja. Jetzt sollen wir es 30 Sekunden sacken lassen. Aha. Und dann rufen wir nochmal an.
Okay, und gut, dann muss man eine Beziehung zum Opfer aufbauen. Ja, ja, ja. Ähnlich wie beim Finnland-Syndrom. Sveni, das heißt nicht Finnland-Syndrom, das heißt Helsinki-Syndrom, Junge. Finnland ist der Hauptstadt von Bratislava, wisst ihr überhaupt nicht? Hacke doch nicht jemand drauf rum, du weißt genau, ich habe Geografie am Fenster gesessen. Alter. 3 Sekunden sind um, bitte anrufen. Noch einmal, okay. Beziehung zum Opfer aufbauen, Bratislava. Gut, warte mal, also das war, ich war das gewesen. Was ich nicht kapiere, Kili, das ist eine Wählscheibe, was drückst du da immer? Benni, das ist ein Transzentralen. Telefon, weißt du? Ja. Da muss man sich die Nummer nur im Kopf vorstellen. Ja. Und dann drückst du einmal drauf und dann wird es. Deinen. Es klingelt. Ja, ja, das ist geil, oder? Deine Mutter, Alter. Ja. Liebe Streit? Angelika! Angelika, ich bin sowas von stolz auf dich, dass du hier heute am Telefon bei mir dieses Gespräch entgegennimmst. Gut. Angelika, manchmal komme ich abends nach Hause und bin fast nackig und sehe vor meinem geistigen Auge, dass du mich wegfahren wirst. Auf dem Mist zum Beispiel, in einer golden retrieverfarbenen Straßenbahn oder nach Angola, da wo die Cola viel billiger ist als hier, ja? Und, hey, Philipp. Warte mal, Angelika. Was ist denn? Du sollst eine Beziehung zum Opfer aufbauen, nicht mit der Straßenbahn nach Angola fahren. Oh ja, Mann. Mensch, reiß dich ein bisschen zusammen, das muss man ernst nehmen. Ja, ist gut. Ich strenge mich schon an. Also, was nochmal, alles klar. Gut, Beziehung. Angelika, ich liebe dich doch. Ach, gut. Aber du bist schuld, wenn der große Blonde mit dem schwarzen Schuh nächstes Jahr wieder nicht eingeschult wird. Und der Fährmann weiterfährt und das ganz ohne Wasserstoff. Angelika, es wird eine Zeit kommen, in der du für nichts und für niemanden all das, was ich gesagt habe, rückgängig machst. Was ist jetzt schon wieder? Nee, auf. Okay. Das ist Phase 2 abgeschlossen. Wir übernehmen die Kontrolle. Okay. Das ist, muss so sein. Gut. Und jetzt beginnt Phase 3, wir rufen noch einmal an. Okay. Mhm. Und jetzt müssen wir bei Angelika Gedanken einpflanzen und der Gedanke heißt weg vom Bungalow. Wie weg vom Bungalow? Ach, Günther wohnt im Bungalow, auch die steht im Grundbuch. Ah, okay, ja. Ruf noch mal. Da weg machen wir noch einmal, die darf da nicht hin. Die darf nicht zum Bungalow kommen. Nicht zum Bungalow. Okay. Gut, alles klar. Darf ich mal reden? Mach, komm. Klingelt. Das ist ja cool, Alter. Ja, das ist gut, ja. Liebe Streit? Angelika, in der Nacht, wenn der Büstenhalter gerade am Bungalow hängt, wenn sich Fuchs und Hase nicht mehr gute Nacht sagen, weil das in der heutigen wirtschaftlichen Situation völlig unangebracht wäre, von sich reden zu machen. Also, Angelika, höre zu. Reise niemals durch die Nacht, denn es könnte dunkel werden. Oder auch hell, wenn die Scheinwerfer des entgegenkommenden Fahrzeuges dich so massiv blenden, dass du auf der Stelle nicht mehr siehst. Du könntest dir natürlich aber auch eine Taucherbrille aufsetzen, damit dir das nicht passiert, dass dir irgendwelche Fliegen ins Gesicht fliegen, die man dann wieder abwaschen muss mit dem dreckigen Waschlappen, den der Nachbar benutzt hat, als er aus dem Urlaub zurückgekommen ist. Perfekt, Alter. Ja, ja. Okay. Phase 4, Opfer ruft zurück. Ach so, die ruft jetzt an. Wenn wir alles richtig gemacht haben, ruft die zurück. Okay. Da bin ich mal gespannt. Ich habe mal Durst, Alter. Ja. Lass dir doch was bringen. Wir sind doch bei Wünsch, der weiß. Bring jetzt nicht. Ich weiß es nicht. Scheiß erzählen. Meinst du?
war nicht so gut. Also ich fand das war ganz krank. Ja, ja, gut, das freut mich, das freut mich. Das finde ich gut, ja, ja. Schöner Synapsenfasching da. Ja, 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 ja. Erzähle mal Witz los, mach mal. Ich kann doch keine Witze erzählen, Kili. Ne? Aber wir haben sie eben auf WhatsApp, wie heißt das hier, WhatsApp auf dem Handy geschickt. WhatsApp, das ist lustig, das ist ja, lustig. Ja. Okay, erzähle mal. Ach, da ist nicht von uns. Ach, das ist doch jetzt egal, Mann. Pass auf, Witz. Ja, ja. Merkt eh keiner, alle voll. Nee, nee. Pass auf, Witz. Herbert, da will er seine ganze Wohnung renovieren. Ja, ja, ja. Und dann sagt er, da kommt alles ab, bis die Tapete, bis auf den Putz, die Scheuerleiste ab, Laminat raus, alles entkernt, bis auf die alles ab Steckdosen. Ja, ja. Und da dann, da gibt es eine ganz neue Malerfirma, die war der absolute Wahnsinn und die hat er engagiert. Ja, ja. Und da hat er, und dann, wie ging da weiter? Aber bis jetzt ist er geil, oder? Ja, ja, also. Nee, stopp, anders. Pass auf, Dr. Engelmann. Was, der Gynäkologe? Der Frauenarzt, der bei uns auf dem Markt praktiziert. Ja, ja. Der ist dort durchgedreht. Ja, ja. Der hat seine eigene Praxis abgefackelt und Burnout und sagt, er könnte nicht mehr, ja, er will auch nicht mehr. Ja. Den ganzen Tag in die Pflaumen reinklotzen, das ist doch kein Leben. Und stellenweise riecht es auch, er möchte das nicht mehr. Aus und vorbei und der hat da alles hingeschmissen und auf der Abendschule eine Umschulung zum Malermeister gemacht. Okay. Und jetzt schließt sich der Kreis. Genau den hat Herbert engagiert. Den Engelmann. Und Herbert hat zu mir gesagt, Svenny, der Engelmann ist so geschickt, ja. Der hat nicht mal einen Wohnungsschlüssel gekriegt. Der hat vorne durch die Haustür, durch den großen Briefschlitz den ganzen Flur gemalert. Mhm. Ja. Ja. Witz. Aber ist sie klar? Alter, singet! Angelika! Ich bin lieber. Registriere Lautsprachanalyse. Subjekt 1 sowie Subjekt 2 alias Taylor und Klaus Lamour. Klaus Lamour. Sie sind lokalisiert. Nicht autorisierter Ausstieg aus dem Zeugenschutzprogramm. Bitte bleiben Sie ruhig. Widerstand ist zwecklos. Zwei Einsatzteams sind vor Ort. Ja. Diese werden Sie umgehend in Gewahrsam nehmen. Vor Antritt des Zeugenschutzprogrammes werden Sie als Präventivmaßnahme zur Entgiftung und Rehabilitation in das Harald-Junke-Klinikum überstellt. Das ist ja Harald-Junke-Klinikum. Oh. Svenny. Svenny, weißt du, was das bedeutet? Ja, ich glaube schon, Kili. Bad Gösen! Hier vorne, ihr zwei, was ist denn das schickste Restaurant in Halle? Das könnt ihr euch nicht leisten, aber vielleicht habt ihr es mal gehört. Was? Der Wense? Weh, das ist der Swingerclub. Ja, ja. Gut. Ja, also, pass auf, Svenny. Folgendes Szenario, ja? Ja. Wir beide sind jetzt hier im... Wense? Genau. Ich bin der Gast. Und du bist der Kellner. Okay. Ja? Und da kannst du mal deine ganze praktische Berufserfahrung unter Beweis stellen. Okay. Gut. Pass auf. Beginner. Pass auf, ja. Multitool.
Brennt. Ja, ja, es brennt. Ja, es kann ja, ja. Willkommen im Wenze. Herzlich willkommen im Wenze. Ja, hallo. Mein erster Gast, danke schön, dass Sie hier sind. Das ist wunderschön. Willkommen im Wenze. Ja, hallo, hallo, hallo. Das ist übrigens exakt der rechte Winkel. Auch recht vielen Dank für die Information, Mr. Pythagoras. Danke. Oh. Danke. Sveni, wir sind ja nicht bei der Yakuza. Der Karte. Oh, Alter, Junge, 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 Junge. Hier fehlt ein bisschen Musik im Saal. Oh, welch futuristisch anmutendes Interieur hier im Wenzels. Oh, es ist ja wirklich, also hier werde ich versuchen, meinen Lebensabend zu verbringen. Ja. Hallo, hallo. So, Mann. Hallo. Wir haben eine Karte oder darf es vielleicht was Vegetarisches sein? Was? Es gibt vereinzelt Menschen auf dem Planeten. Die essen kein Fleisch. Alter, das habe ich dir erzählt, die Karte her! Du Blödmann! Junge, 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 Junge! Oh, was haben Sie nur für kulinarische Köstlichkeiten? Oh, saure Sahne ohne Sahne. Oh. Das klingt sehr verlockend. Oh, oh, was haben wir hier noch? Rebhuhnschiebchen auf Vanilleschnee an After Eight Schaum mit fester Latte Macchiato Kruste. Oh. Also das würde ich gerne einmal nehmen, bitte. Was? Ich hätte gerne einmal das Rebhuhnschiebchen auf Vanilleschnee an After Eight Schaum mit fester Latte Macchiato Kruste. Ey, Kili, das ist so fies von dir. Du weißt genau, ich habe nur zwei Synapsen und eine brauche ich, um das Tuch zu halten. Okay. Bitte noch mal ganz langsam, gut. Bitte. Also, ich hätte gerne einmal das Rebhuhnschiebchen auf Vanilleschnee an After Eight Schaum mit fester Latte. Macchiato, Kruste. Warum auch nicht, ja? Komm sofort. Danke, danke, danke. Oh, was haben Sie denn hier noch Leckeres? Oh, Riesenschnitze. Oh, 8 Quadratmeter. Na, was denn? Kann man sich doch den Rest einpacken lassen, oder nicht? Kann man so schön auf eine Teppichrolle aufwickeln, ja? Und dann auf dem Dachgepäck drehen. Hat man es dann heim? Ja, das ist schlecht. So, Mann, da haben wir schon eine Amuse-Bouche, da haben wir mal einen kleinen Gruß aus der Küche. Ja, ja. Da haben wir hier ein Fischstäbchen an Ketchup-Klecks Neustädter Art. Entschuldigung. Da brauche ich aber noch ein Fischbesteck dazu, bitte, ja? Ey, du bist so rasselblöde, Alter. Was? Seit wann fressen Fische mit Besteck? Du bist wirklich... Ja, was gibt's denn dazu für einen wunderschönen Wein? Was haben Sie da? Wir haben ein ganz edles Tröpfchen für Sie. Keine Kosten, ich heute. Oh! Oh! Was erblickt mein Kennerauge? Oh! Chateau des Sternenbürg. Export. Alter, die hat eine Scheibe, Alter. Ja, klar. Also wirklich ein sehr, sehr blumiges Bouquet. Ja, ja, ja.
Naja, schmeckt im Abgang ein bisschen nach Mülleimer, finde ich. Also. Was? Alter! Alter, du kannst doch nicht aus der Bulle saufen, Mann! Junger Mann, das schmeckt eimerfrei. Alter! Was ist denn mit mein Essen, ha? Och, Alter, Junge, das dauert 100 Jahre bei dir. Darf es vorher noch eine Meckersuppe sein? Ja, ja! So ein Blödmann, Junge. Naja, da kann ich nicht davor, ja. Nee, das war schon ganz schöne Hauptverdienung in Kinderheim. So, junger Mann. Ja, dann kommen wir zur Hauptspeise. Ja, ja, ja. Da haben wir hier Schneehuhn mit der After Eight auf dem Kopf und überall Rasierschaum. Spinny. Svenny, das heißt Rebhuhn-Schiebchen auf Vanille, Schnee an After Eight Schaum mit fester Latte Macchiato Crust. Nochmal, los. Beinahe. Junge, 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 Junge. Ob das man noch lernen würde, ich weiß es nicht. Ja. So, junger Mann. Hallo, ich komme. Dann kommen wir zur Hauptspeise. Da haben wir hier ihr Vanillehuhn mit Schaumfest hier. Und es sitzt gerade auf dem Schieber. Das schaffe ich nie, Gilly. Alter. Reiß dich jetzt mal zusammen, Junge. So, junger Mann. Hallo, ich grüße Sie. Da haben wir hier die Hauptspeise. Oh, oh. Da haben wir hier einen gebratenen Schneeschieber mit dem total verkrusteten After. Mann! Das kann doch nicht sein, ey. So, junger Mann. Hallo, da haben wir die Hauptspeise hier. Ja. Da haben wir hier ein Reh als Schiebchen verkleidet mit einer riesen Latte und da kommt Schaum raus. Alter, Svenny, das heißt Rebhuhn und Schiebchen auf Vanille, Schnee auf der Eichau mit fester Latte Macchiato Kruste. Und es wird immer von rechts bedient und nicht von links, Mann. Warum von rechts? Na, was weiß ich, vielleicht stand die Regel noch aus dem Dritten Reich oder so. Weiß ich doch nicht. Da waren die dumm im Dritten Reich. Was ist denn, wenn der Tisch hier an der Wand dran steht? Wie soll ich da von rechts, da komme ich auch nicht ran. Es gibt doch normal, dass so Tische an der Wand stehen und Wand. Ja, also. Und da komme ich von rechts auch nicht dran, Herr Schlau. Svenny, in solchen Ausnahmesituationen wird immer von oben bedient. Ja, von oben? Ja, von oben. Ab! Junge, 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 Junge. Fatzke. Blöd, Mann. Naja. So, junger Mann, dann kommen wir mal zur Hauptspeise. Da haben wir hier Ihr Hackhuhn aus dem Dritten Reich mit der Latte im After. Was? Svenny, das heißt doch Rebhuhn-Schiebchen auf Vanille, Schnee. Ist mir scheiße, ja, das heißt, junger Mann, ich muss Sie bitten, unser Applacement-Denken zu verlassen. Was? Sie haben Läuse. Was?